Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Nightingale mit eurem Erik Vikingson und natürlich mit unserem Grantelbart. Wir sind auf der Suche nach Goldmetall, oder was heißt Goldmetall, Edelmetall. Und ich bin jetzt rüber hier in diese Jagd-Wüstenwelt, um einfach zu gucken, das ist ja nur die stärkste Welt, die es gibt, ob wir hier irgendwo die Möglichkeit haben, sowas zu farmen. Wir gucken jetzt einfach mal, ob es hier Erze gibt. Es ist gerade 3.33 Uhr nachts, das heißt, es wird bald auch wieder hell werden. Aber eigentlich sehen wir genug und guck mal, diese schönen Farben, die müssen wir ja auch mal so mitnehmen, ne? Dann lasst uns mal suchen hier. Und wenn ich was finde, würde ich gleich mehr mitnehmen, denn ich denke, wir werden noch einiges brauchen. Aber wir müssen erstmal gucken, ob wir was finden. So. Unten ist ein Roboter. Da ist irgendwie erzmäßig was. Hier, guck mal. Was haben wir hier? Sieht aus wie Quarz, ne? Ja. Es ist Salz. Ja, aber das nehmen wir mit. Wir machen heute nochmal eine Farming-Runde, würde ich sagen. Das mit der Ausdauer nervt mich halt so ein bisschen, dass ich es da einfach auch nicht gepusht kriege. Ich weiß auch nicht warum. So, das Salz ist abgebaut. Nicht wahr? Nicht wahr, David? So. Was haben wir hier? Salz? Auch wieder Salz. Das nehme ich mit, aber dann reicht es dann auch. Wir brauchen halt Silber oder Gold. Wäre jetzt so meins. Was haben wir hier? Das ist Schiefer. Oh, was haben wir hier? Kupfer, oder? Ist Kupfer in Edelmetall? Nee, haben wir ja gebaut. Ist keins. Ich glaube, das ist einfach nur Gold und Silber. Wenn es das überhaupt gibt. Aber wir nehmen jetzt trotzdem erstmal mit hier. So, wir gucken mal kurz. Edelstein, dann haben wir hier Erz. Ist einfach nur... Ja, gewöhnlich anscheinend. Ja, da steht es auch. Gewöhnlich. Was haben wir hier oben? Wird auch bald hell. Was ist das? Wieder Salz. Das lasse ich jetzt hier. Nehme ich auf jeden Fall mit. Okay, das ist Quarz. Oh, warte mal, was ist das hier? Immun? Hör auf jetzt. Jetzt sag nicht, dass ich das nicht bekomme, weil ich die falsche Ausrüstung habe. Das wäre jetzt aber ekelhaft, ey. Das ist auch wieder Salz. Komm. Das ist auch Salz. Das sah mir sehr, sehr verdächtig nach Silber aus. Und wenn ich das jetzt nicht kriege, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich brauche ja dann einen besseren Pickel. Aber wir sind auf jeden Fall hier auf der richtigen Fährte. Nur das Problem ist, kriegen, ne? Wir werden auf jeden Fall zum Erzhändler gehen. Vielleicht hat er irgendwas für mich, besseres Werkzeug oder sonstiges. Wir schauen einfach mal. Müsste doch bald hell werden jetzt langsam. Oben leuchtet mich was an. Da unten ist was, guck mal. Ist das hier oben? Das ist ein Höhleneingang. Ihr lasst mich in Ruhe, oder? Oh, Alter, den habe ich nicht gesehen. Oh, wow. Ja, ohne Ausdauer ist das hier richtig übel, ey. Muss kurz hier hoch. Und der ist down. Aber der David wird wo? Aber der David macht das gut, guck mal. Der hat auf jeden Fall den Käfer weg. Die haben halt auch irgendwas getroffen. Ich glaube, wir haben es. Also David hat's. Ich habe hier nichts gemacht. David, soll ich dir irgendwie helfen? Nee, ne? Okay, wir gehen mal in die Höhle rein hier. Da
haben wir jetzt hier? Es sieht aus wie Bernstein. Ja, aber eine 100er Picke. Ganz ehrlich, wie? Ja, das ist Bernstein. Ich würde mich so freuen, wenn es hier Gold geben würde. Oder Silber. Irgendwas, was wir halt... Oh, guck mal. Oh, wow. Wefel. Zu früh gefreut. Was ist das? Das ist auch wieder Bernstein. Das ist definitiv Silber, Leute. Und ich krieg Silber nicht, weil ich keine 100er Pickaxe habe. Jetzt müssen wir anfangen und noch eine Pickaxe holen, oder was? Gott im Himmel, ey, das kann ja nicht wahr sein. Hier. 200, das ist Gold, Leute. Das ist Gold. So, und jetzt ist die Frage. Jetzt müssen wir wirklich gucken. Oder akribisch gucken, wo wir das herkriegen. Jetzt gehen wir alle Händler durch. Wir sind jetzt in einer Jagdwüstenwelt. So, was hat er? Beinkleider, Ressourcen, Werkzeuge brauchen wir. Herr Jemine. So, der hat definitiv keine. Die Wacht braucht man nicht. Aufgestiegener Versorger, da kommen wir noch gar nicht hin. Aufgestiegener, das ist ja nichts, was wir da brauchen. Es muss irgendwo was hier sein. So, der Essenzhändler hat auch nichts. So, Jagdsumpf, Jagdwald. Weltenkarten. Besserung. Wir müssen ins Werkzeug gehen. Antiquariatische Werkzeuge. Verbesserte Schleuder, verbesserte Laterne, verbesserte Gießkanne. Also die brauchen wir nicht. So, Jagdwüste, da sind wir jetzt gerade. Da wissen wir, dass er nichts für uns hat. Dann ist Düsternis Sumpf. Hier hätten wir Werkzeuge. Verbesserter Vorschlaghammer, den haben wir gekauft. Düsternis Wald. Werkzeug, Fernglas, braucht man nicht. Düsternis Wüste, Werkzeug, Pickaxe. Da ist er. Wir müssen in die Düsternis Wüste zurück, Leute. Da machen wir jetzt auch gar keinen Hehl drum. Wir reisen zurück. Düsternis Wüste. Und dann müssen wir hoffen, dass wir den Essenzhändler sofort finden. Boah, Leute, das wird heftig. Düsternis Wüste. Das brauchen wir, eine Wüstenkarte, und wir brauchen eine Düsterniskarte. Ja. Dann nehmen wir unser drittes Portal. Gott sei Dank haben wir drei stehen. Dann können wir die anderen lassen. Dass wir dann wieder zur Danu können. Und ich da wieder neue Karten bauen müssen. Düsternis Wüste, ne? War es ja. Düsternis Wüste. Gut, macht auch Sinn, wegen den Metallen. Okay, wir sind zu Hause. Also, wir brauchen eine Düsterniskarte. Da haben wir alles da. Und wir brauchen eine Wüstenkarte. Haben wir auch alles da. Boah, Leute, sehr gut. Düsternis Wüste. Okay, dann packen wir hier schon mal alles raus. Der Erz. Dann haben wir hier die Edelsteine. Stein, Schiefer, Block, Stein, Stein. So, die ist fertig. Dann gehen wir gleich hier ins Portal. Hier gehabt. Jagdkarte. Genau, Waldjagd. Da war ich drinne.
und hab die, komm nicht drauf, hab diese, Mission gemacht für die Danu am Anfang. So, diese, ja, intellektuellen Kramsgedöns da, was man da braucht. Dann haben wir hier Salz und geschliffenes Juwel. Naja. Hier Sando, geschliffenes Juwel. Haben wir einfach mal so gefunden. Salz hatte ich ja auch hier irgendwo, ne? Hier oben, ja. So, gleichwertiges zu gleichwertigen. Hier haben wir nochmal eine Unversehrtheitsgeschichte, die lassen wir oben. Wir gehen uns nochmal schnell hinlegen. So. Packe ich das rüber. Talisman. Blockt Schaden auf den Angreifer. Den würde ich aber gerne nehmen. Und zwar würde ich den anwenden wollen auf... Da habe ich schon einen drin. Ne, okay, das zeigt mir einfach nur Zauber anwenden. So. Die Welt ist erstellt, das Portal ist da, wir können los. Jetzt hoffe ich, dass wir genug Kohle haben, um das kaufen zu können. Aber ich glaube, wir haben genug K2-Essenzen gefarmt, weil ich glaube, das kriegst du nur mit K2. Müssen wir hoffen, dass wir auch wenigstens ganz schnell den Essenzhändler finden. Würde mich da jetzt auch nicht mehr, mich nicht nach rechts und links schauen. Wie spät haben wir es? Wird es jetzt dunkel schon wieder? 8.36 Uhr, sehr gut. Oh, Alter, was ist das für eine Wüste? Okay, wo ist unser Essenzhändler? Der ist da. Ja, wie gut ist das denn, Leute? Der ist direkt hier vorne. Der ist direkt hier vorne. Oh, dann haben wir aber Glück, glaube ich. Dann kriegen wir das heute noch hin mit den Edelmetallen. Dann bauen wir uns den Hammer und dann gehen wir Edelmetall suchen. Sehr cool. Machen wir dein Schirmchen. Start klar. Jetzt hoffe ich, warte mal, ich muss kurz gucken. Leute, sorry. Ja, also wir müssten es auf jeden Fall kriegen. Wir haben 223. Dann könnten wir den sogar noch aufwerten, wenn wir Glück haben. Das ist ja eine trostlose Wüste hier, ey. So, der Essenzhändler müsste eigentlich demnächst gleich auftauchen. Ich werde mich, wenn ich den habe, sofort zurück teleportieren. Wir machen jetzt hier keine großen Ausflüge. Die können wir später irgendwann nochmal machen. Aber jetzt ist erstmal der Essenzhändler Harry, unser Mann. Da steht er. Harry, mein Guter, du hast was, was wir brauchen. Werkzeuge. Und da ist er. Wir kriegen sie. Leute, wir haben sie. Jetzt gucke ich nur kurz, ob wir vielleicht noch hier Brot Caspacho. Würde ich jetzt kaufen. Einfach mal, um zu gucken, ob wir sie haben können. Bautenwüste wäre natürlich geil, ne? Ist hier so viel mittlerweile kaufen. Ich sage aber ganz ehrlich, das ist alles für uns erstmal unwichtig. Verbesserter Alchemiekessel, einfacher Alchemiekessel. Das sind einfach nur die Verbesserungen, glaube ich. Aufwertungsbank, Kochstation. Bessere der Aufwertungsbank. Die würde ich sogar auch noch kaufen. Und hinstellen. Ab nach Hause. Mehr brauchen wir jetzt nicht. So. Dann haben wir das. Dann sind wir jetzt unterwegs. Das war jetzt eine schnelle Kauf- und eine Kaufaktion. Und dann werden wir jetzt gleich nochmal eine schnelle Sammelaktion machen. Da müssen wir das Portal gleich wieder öffnen. Weil das eine wird jetzt zu sein, denke ich. Das werden wir aber gleich machen. Und... ich will jetzt da hier der Danu das alles zeigen und alles fertig haben für den Sonnengott. Dann können wir uns morgen drauf vorbereiten mit den ganzen Sachen, die wir bauen können. Also, das Portal öffnen. Das ist noch offen, sehr gut. Also, wir bauen wie folgt. Nicht Erweiterung. Auch nicht das hier. Verbesserte, genau. Hier wollten wir irgendwie hin, ne? Das ist alles, was neu ist. Danus Kessel. Was sind diese Aufwertungsbank? Werkbank, Werkbank, Verzauberung. Sägetisch. Das hat auf jeden Fall ein Bild. Verbesserte Aufwertungsbank. Haben wir die? Das ist die Klasse 2. Sie haben wir noch nicht.
platziere ich definitiv hier schon mal. So, dann haben wir die. Ätzbaren, gemeißelter Stein, geschnitztes Holz. Okay. Wir bauen uns jetzt aber definitiv... Das ist der, ne? Verbesserter Bergmannspickel. Ja. Automatisch befüllen, wir hätten alles da. Ja, na klar. Nein, das ist er nicht. Das ist er nicht. Verbesserte Pickaxe. Da ist er. Jawohl, wir haben ihn. Wir haben sie. Ab jetzt geht's los. Bam. Pass mal auf, dann kriegst du, David. Das Ding von mir. 66er Schaden, 66er Schaden. Und wir haben hier einen 41er. So, und den werten wir uns nochmal kurz auf. Nee, da muss ich hier hin. K1. Aufwerten. Und ich glaube, wir müssen den nochmal drüben aufwerten. Also brauchen wir die Aufwertungsbank. Dann sollten wir das mal in Angriff nehmen. Zwei Ätzbaren und zwei gemeißelte Steine. Geschnitztes. So, zwei Ätzbaren. Die waren hier. Das ist ein Ätzbaren. Das ist noch ein Ätzbaren. So, da haben wir die drin. Gemeißelter Stein, geschnitztes Holz 4. Da haben wir was da. Geschnitztes Holz haben wir hier 3. Dann brauchen wir nochmal gemeißelter Stein 2. Ist machbar. Und einmal geschnitztes Holz. Dafür brauchen wir Bauholz. Kannst du mir jetzt aber nicht erzählen, dass wir kein Bauholz mehr haben. Ich war am Arsch. Wir brauchen Bauholz. Komm mal her. 2, 3. Gemeißelter Stein? Wird der nicht hier drin? Der gemeißelter Stein. Wo ist das Problem? Warum zieht er das nicht mehr? Es kam ein Update, aber das ist jetzt merkwürdig. Oder das hat er nie gezogen. Kann das sein? Automatisch hinzufügen? Macht er nicht. Guck mal an, du. Wir brauchen nur noch das eine Stück Holz. Dann können wir den sogar aufwerten. Guck dir das an. Ja, mega gut, ey. Ja, mega, mega, mega gut. So, dann haben wir hier ein Ätzbare noch drin. Dann haben wir hier das Bauholz noch drin. So, dann ist unser Ding hier fertig, 100%. Ne, hier muss ich hin. Dann drücken wir hier gleich schon mal X und machen Bewegung. Yo, Baby, guck mal. Er. Bewegen den hier hinten rein. Können den eventuell jetzt, glaube ich, sogar entfernen. Und natürlich alles wieder. Sehr, sehr gut. So, und dann gucken wir mal. Jawohl, und wir können hier aufwerten. Guck dir das an. Was brauchen wir dafür? Amber. Herstellen. Okay, pass auf. Definitiv werden wir den aufwerten. Herstellen. So. Wir stellen den hier, werten wir auf. Wir werden definitiv einmal Rüstung. Wenn ich sogar zweimal Rüstung aufwerten. Die Pistole interessiert mich gerade gar nicht. Wird eher hier nochmal reingehen. Können wir nicht. Aber wir kriegen jetzt definitiv wieder was. Leute, wir haben jetzt aufgerüstete Sachen. Okay, wir haben jetzt hier eine 109. Das heißt, wir können definitiv richtig Gas geben jetzt.
Die ist aufgewertet, die Schleuder. Und hier haben wir einen verbesserten Hammer. Okay. Gefällt mir sehr gut. Dann gehen wir los. Ach, jetzt ist das nicht offen. Portal erneut öffnen. Ja, sehr gut, ey. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall Rüstung schon mal gut. Wie ist denn jetzt unser Wert dann aktuell? 111. Ah, Rüstungswert 88. Das ist stark. Wie kriegt man jetzt hier, wenn wir die Mission abspielen? Denke ich mal, sind wir gut dabei. Dann gibt es was zu essen. Das war gut, dass wir das gekauft haben. Mit der Rüstungswerkbank. So, jetzt geh auf hier. Dann holen wir jetzt das Metall und machen wir die Dano heute. Dann wird es eine längere Folge, aber das haben wir uns verdient. Würde ich das sogar auch gleich noch öffnen. So. Wir wissen definitiv, wo es ist. Ich hoffe, es ist Silber, Leute. Ich hoffe wirklich ganz sehr, dass es Silber ist, was wir da gefunden haben, hinten in der Ecke. Ich meine, Gold wird das mit den 200 gewesen sein. Das sah so goldig aus. Aber Silber reicht ja. Ist ja auch ein Edelmetall. Wir müssen einfach hier drüber. Aber drückt die Daumen, dass das jetzt Silber war. Das muss auf jeden Fall hier irgendwo gewesen sein. Da, glaube ich, ne? Dauert das jetzt echt so lange? Nahkampfschaden, variabel. Jetzt irgendeinen Scheiß hier baut. So ein Pickel erlaubt schnelle. Aber auf ein Holz und Stein. Entweder dauert das jetzt länger oder hier stimmt irgendwas nicht. Warte mal. Halt die Klappe. Geht das an? Also jetzt bin ich sprachlos. Was steht bei dem? Wenn ich jetzt die Axt ausrüste, sagt er mir, ist nicht, ne? So, wenn ich jetzt hier hingehe, auf die 5, sagt er mir, geht. Ich sehe es aber nicht. Ich kann hier doch jetzt nicht 300 Jahre warten, oder? Habe ich jetzt so einen fetten Denkfehler drin? Ich habe einen Denkfehler, ich muss rechts klicken. Leute, ich habe Silber. Linksklick ist Axt, rechtsklick ist abbauen. Ach Leute, ey, manchmal ist es dann aber auch viel zu einfach, ne? So, wir haben's. Wir haben 7 Erze, ab nach Hause. Da kenne ich jetzt nichts. NPC-Habseligkeiten, ein Behälter, der alle Habseligkeiten eines NPCs beinhaltet, der diese Welt verlassen hat.
Die interessiert mich jetzt aber trotzdem. Das interessiert mich jetzt aber, was das sein soll. Da ist bestimmt was Geiles drin. Leute, das müssen wir uns jetzt noch angucken. Und dann geht's heim für uns. Wir haben endlich Silber. Aber echt nicht gesehen gerade, ne? Mit dem Rechtsklick. Ich habe es einfach getestet, da hat es funktioniert. Da ist eine Pickaxe, das ist eine Axt und eine Hacke. Aber trotzdem muss er erstmal wieder drauf kommen, ne? Das muss hier oben sein. Das ist die Kiste, oder? Guck, was da drin ist. Die Welt auf jeden Fall verlassen. Charlie ist aber noch da. Habe ich maybe bestimmt schon gelootet. Komm. Nicht lang rumeiern jetzt hier, ab nach Hause. So. Das heißt, wir werden jetzt die Ätzbaren machen. Ja, müssen wir ja. Wir werden Barren herstellen und daraus müssen wir Ätzbaren herstellen. Und wir brauchen einen, ne? Immer noch einen, glaube ich. Bin gerade vollkommen verwirrt. So, lass uns kurz gucken. Also, wir bauen das Ding. Wir haben dafür ja auch alles schon drin. Wir brauchen einen Ätzbaren. Das heißt, wir gehen hier dran, machen einen Barren aus Gold. Aus Silber, Entschuldigung. Das ist definitiv ein Edelmetall. Ätzbaren. Gewöhnlich. Steht aber auch. Da steht aber auch wieder gewöhnlich. Aber es ist ja ein Edelmetall. Kein Ding mehr drin, oder was? Ach, herrje. Das läuft, dann gehen wir schnell pennen. Wenn wir Glück haben, ist es dann fertig. Und wenn es dann nichts wird, Leute, dann weiß ich es nicht mehr. Dann habe ich keine Ahnung, was wir noch machen sollen. Wir brauchen einen 200er. Aber ich glaube, das muss gehen. Und jetzt ein Ätzbaren aus unserem Silber. Wir brauchen genau einen. Und wenn das jetzt nicht funktioniert, dann bin ich ratlos. Dann weiß ich es aber auch ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich hoffe einfach, es funktioniert jetzt. Es funktioniert, Leute. Wir haben ihn. Es war doch der Kupfer. Es hat gereicht. Wie oft habe ich denn Kupfer angeklickt? Wir haben die rituelle Choreo und ich würde sogar noch eine herstellen wollen. Wir haben das Juwel nicht. Aber wir wissen, dass wir das Juwel auf jeden Fall machen können. Wow, dann geht's jetzt zu Danu. Wir haben die rituelle Konfi. Ab geht's nach Hause. Was heißt nach Hause? Ich bin auch nicht ganz sauber. Also manchmal, ne? Sorry. So, Danu, Püppi. War hier, ne? Jagdwüste? Nee, warte mal, hier musst du rein. Ab geht's zur Danu. Jetzt kann er auch kommen, was will. Wir haben jetzt auf jeden Fall mal einen richtig guten Hammer. Ich glaube, sogar mit dem Hammer könnten wir sogar gegen den Riesen irgendwas ausrichten. Maybe. Aber ich glaube, wenn der einmal seinen Perk da macht, dann ist auch rum. Gut, da sind wir doch eigentlich noch relativ zeitnah hingekommen. Ja.
Sehr gut. Die rituelle Konfi. Die Welt dauert mega lange immer, bis sie geladen hat. Die anderen gehen eigentlich relativ zügig. Aber die dauert dann echt extrem länger. Aber ist okay. Ist okay, ist okay, ist okay. Wir wollen nicht meckern, wir wollen einfach gucken, dass wir es hinkriegen. So, ich muss wieder die Richtung. Wie es halt einfach schon wieder dunkel ist, ne? Leute, ich glaube falsch gerade. Oh, wie eklig ist dieser Sumpf, Alter, dieses Gebiet. Sagen, haben wir gepennt. Oh, wow. Ich brenne, ich sterbe, ich bin tot. Kommt einer zum Helfen? Ich hab's nicht hingekriegt. Oh Gott, Alter. David! Mein Gott, ey. Wie ich halt überhaupt nicht an ihn rankomme. Den haben wir. Der explodiert, glaube ich, ne? Ja. Der war sehr wichtig. Ich glaube, den habe ich. Sehr gut. Wo ist der David? David? Wo ist der David, Alter? Da hinten liegt er rum. So, wo ist jetzt das Häuschen hier? Sorry, dass es jetzt hier so mega dunkel ist, aber ich sehe gerade gar nichts mehr durch. 5 Uhr ist es. Und die Dano wohnt dort drüben. Weißes Haus, ne? Ja. Wir haben es geschafft, ey. Wir sind einmal durch. So, Danu, Mäuschen. Dann red mit uns hier. Kleines, du bist zurückgekehrt. Was bringt dich zurück? Ich habe ein Geschenk bei mir. Oh mein Gott, nee. Die Glut in deiner Brust. Ihre Hymne erklingt wie eine Melodie im Winde. Du hast also eine Kurio erschaffen, ja? Zeig sie mir. Ja, sie ähnelt den ihren im ausreichenden Maß. Ich kann das gestern in ihren Kern eingeschlossen fühlen. Eine feine Opfergabe. Solange es mich davor bewahrt, gegen den Riesen zu kämpfen. Es ist schön, dass du dir für deine Schöpfung Zeit genommen hast. Frieden mit einer sonnengebundenen Sippe zu schließen, ist zehrend. Auch für mich selbst. Doch vielleicht kann eine Übereinkunft gefunden werden, weil eine weitere Welt verloren ging. Sie haben mich, meiner Heimat, einen Schritt näher gebracht. Obwohl du sehr klein bist, erkenne ich nun auch etwas Grendelhaftes in dir. Bist du dir sicher, dass du noch kein Moos auf deinem Buckel wächst? Da bin ich mir sicher, ja.
Ein menschlicher Grendel, das wäre mal was. Falls wir uns je wieder auf derselben Ebene begehen sollten, dann in Freundschaft. Ich werde mich freuen, die Melodie deiner Brust erneut vornehmen zu können. Ich hoffe, sie finden ihr Leid. Ich hoffe, sie finden ihr Lied. Leben sie wohl, Danu. Das war's, wir haben's. Wir haben das Ding noch? Wir haben das Ding noch. Leute, wir haben's geschafft. Wow. Ab nach Hause. Und dann ab zum Riesen. Und ich hoffe, wir finden ihn gleich und können ihm das Ding darbieten, dass wir alles jetzt dann zusammen haben. Ich glaube, dann haben wir echt alles, ne? Boah, ich freue mich drauf. Leute, das Ganze sehen wir uns dann morgen an. Bis Zuschauen. Spaß.